Hey Leute, willkommen zurück zu Silent Hill. Dank Dalias Einladung sind wir nun zum Antiquitätenladen gegangen, haben dort auch wieder Sybil getroffen, die uns etwas über ein kleines Mädchen erzählt hat, das sie gesehen hatte. Aber sie konnte sie leider nicht aufhalten und nun sind wir hier in einem Geheimgang gelandet im Antiquitätenladen und ich bin mal gespannt, wo wir hier rauskommen. What's this? Some kind of altar. Never seen anything like this before. Maybe this is the other church. Okay, das ist irgendwie unheimlich. Ist das Samael? Eine Art Pulver wurde in Kelch zurückgelassen. Kann ich das nicht mitnehmen? Warte mal, vielleicht kann ich da ja was. Warum habe ich eigentlich immer noch das Kassettentape? Okay. Immer noch das aus dem Krankenhaus. Da kann ich auch nichts machen. Also ich kann nichts machen mit diesem komischen Pulver da an dem Kelch. Aber hier neben scheint es noch weiter zu gehen. Eine Axt. Nimmst du die mal, Harry? Eine Axt. Ja gut, warum nicht? Wahrscheinlich ein neues Schlagwerkzeug für uns. Geht's nur zurück? Ach nee, hier ist die Tür. Und daneben ist der Riss in der Mauer. Der Durchbruch, besser gesagt. Axt. Kleine Handaxt. Mäßig wirksam als Waffe. Naja gut, dann nehme ich sie mal nicht. Das Schloss klemmt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Mist. Mistiger Mist. Hm. Und sonst haben wir hier gar nichts mehr. Finde ich ein wenig schade. What the? Harry? Are you okay? Harry? Harry? Okay. Wo ist Harry jetzt hin? Ich meine, da gab's doch keinen Weg raus. Where am I? Harry. Lisa? Then I'm in the hospital? You were having a bad dream. Was I? Hey, you don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Lisa, do you know a woman named Dalia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kind of famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. You have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird occult stuff. Black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. A cult. Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. Oh, I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up.
Lisa ist eine nette. Und ich frage mich, warum sie an so einem Ort hier gelandet ist. Ich meine, es trifft immer nur die guten Leute oder die, die irgendwas zu verstecken haben, scheinbar. Did I pass out again? Der Gedanke widerstrebt mir, aber vielleicht geschieht das alles nur in meinem Kopf. Ich könnte einen Autounfall gehabt haben und nun liege ich bewusstlos im Straßengraben. Ich weiß nicht mal mehr, warum ich hier bin. Sybil sagte, Cheryl sei in Richtung See gegangen. Aber die Straße zum See ist versperrt. Gibt es andere Straßen? Lisa wüsste es wahrscheinlich. Ich habe eben vielleicht ein bisschen was falsch gelesen. Ich war zu langsam. Seht mal, das Zeichen Samaels. Das ist schon seltsam, denn irgendwie scheint von diesem Zeichen ja nichts Böses auszugehen, oder? Dahlia sagte, wir dürfen es nicht vollständig werden lassen, dieses Zeichen. Aber trotzdem, wir sind in einem Antikshop jetzt wieder. Nicht im Krankenhaus, dann war das im Krankenhaus wahrscheinlich eben wirklich nur ein Traum. Ich habe natürlich keine Karte hiervon, oder? Na gut, ich bin im Antikshop. Sehr, sehr mysteriös. Und was für eine Welt ist jetzt die wirkliche Welt? Anscheinend werden wir die ganze Zeit nur rumteleportiert. Aber das ist auf jeden Fall der Ausgang, der normale Ausgang. Oh, aber wir sind im anderen Silent Hill. Oh, lass mich nicht knabbern, du Schwein. Ich schmecke nicht. Oh. Der verfolgt mich jetzt, oder? Kann ich da rein? Nein! Oh. Hau ab, du. Ich schieß das Vieh jetzt tot, ist mir so egal. Nein! Stirb! Du blöder Köter! Oh, das gibt's doch nicht. Ich bin wahrscheinlich gleich tot. Nee, Orange, was ist denn da los? Auf schwer wäre ich jetzt schon längst tot, ne? Ja. Wäre ich. Oh, der zuckt noch. Ich höre ihn. Ey, ich hab doch... Ich wollte gerade deinen komischen Kumpel hier umtreten und du... Sag mal, der Hund... Ich nehme alles zurück. Also Kaufmann schießt besser als ich wahrscheinlich. Hau jetzt ab. Hau jetzt ab. Ach, da ist ja noch so einer. Nö. Was haben wir da? Florist. Ah. Hau ab, verzieh dich. Ich renne jetzt einfach ein bisschen durch die Gegend. Ah, lass mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Wahrscheinlich komme ich hier irgendwo rein, ne? Gefährlich hier. Oh, nee, da komme ich schon den nächsten, du. Nein, da ist ja alles kaputt. Wird ja immer schöner. Ich muss wahrscheinlich ins Town Center, oder? Nö. Aber das ist doch alles versperrt. Da geht's rein. Lass mich. Au. Oh, meine Güte, Leute. Ich stelle mich hier auch an wie der verletzte Hase, der um sein Leben hüpft. Und Hakenschlagen liegt mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Was macht denn die Gesundheit? Joa, jetzt auf einmal bin ich rot. Eben noch grün und dann wieder... Noch so ein paar Späßen hier. Oh, 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 oh. Überall Löcher. Das gefällt mir hier gar nicht. Einkaufszentrum. Das Setting werden wir noch öfter sehen, glaube ich. Ich möchte jetzt nichts verraten für Leute, die nicht kundig sind, was die anderen Teile angeht. Zumindest 2 und 3, darüber kann ich halt immer ein bisschen was erzählen. Aber dieses Setting wird noch einmal vorkommen. Ist das eine Karte? Ja, wahrscheinlich, aber ich kann sie nicht nehmen. Nee, leider nicht. Leider nicht. Was machen wir in der Town Hall jetzt? Das gefällt mir nicht. Oh. Samael. Das ist doch Cheryl. Och, Kind. Cheryl. Was ist das? Hä? Ein Bild ist auf den Bildschirm projiziert.
Cheryl, wo könnte sie sein? Ja. Widerlich. Ich gehe mal die Rolltreppe rauf, weil sonst bleibt mir nichts anderes übrig, oder? Oh, ich will gar nicht wissen, was mich jetzt hier erwartet, Leute. Ich habe richtig Angst gerade. Ah, ich höre schon wieder was. Könnte alles sein, ne? Schön. Schön ist das. Was ist denn hier? Da hinten ist vielleicht was hinten drin hier? Vielleicht ein Heiltrank oder so? Nicht, dass ich welche bräuchte, aber es würde mich etwas beruhigen, wenn ich irgendwas Weltliches fände hier drin. Was so gar nicht... Warum ruckelt das denn jetzt so? Ach, das ist wieder so einer, ne? So ein Manekiken. Nee, was ist das? Das nuckelt irgendwie an dem... Oh! Ach toll! Oh nein, Leute, ich glaube, ich weiß was. Ah, guck mal, was da an der Wand lehnt. Ist es gut? Ist es gut? Das ist das Gewehr, glaube ich. Ja, das Jagdgewehr. Nehmen wir mit. Ah, der Wurm. Der hässliche Wurm. Ich glaube, hier auf den Gittern kann er nicht kommen, oder? Oh, geh doch weg, du. Warum zielst du denn so schief, Harry? Er zielt immer so schief. Ernsthaft jetzt. Warte mal. Schrotflinte? Schrotflinte. Na gut, 39 Schuss, besser als nichts, ne? Oh, du Mistvieh. Was quietscht da so komisch? War das das Vieh, oder was? Okay, irgendwie habe ich hier einen Soundbug gerade. Es tut mir leid, wenn ihr auch dieses komische Summen gerade wahrnehmt. Kann ich nichts für. Au. Nee. Oh. Ist das widerlich, dieses Summen. So, Leute. Ah, es tut mir leid. Aber dieses komische Quietschen, ich weiß nicht, woran es lag. So, ganz kurz nochmal checken. Ich hab nämlich nochmal geladen aus dem Antiquitätenladen heraus weitergespielt. Ja gut, ich habe jetzt nicht mehr so viel Munition, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, es lag vielleicht an der Schrotflinte. Dass ich mit ihr geschossen habe, das hat dem Vieh hier nichts gut gefallen, dieser komischen Larve, Raupe, wie auch immer. Ja gut, eine Larve ist was anderes. Okay. Das hat mir halt einfach mal einen Weg geöffnet. Ja, ich glaube, ich werde den Teil vorher dann richtig muten, also fast muten, weil das war schon ganz schön anstrengend, dieser Piepston. Das wurde immer intensiver, je öfter ich sie getroffen habe. Ah, nee, nicht schön. Tut mir leid dafür. Entschuldige ich mich. Oh, nö. Hier flattert irgendwas rum. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Achso, immer noch im Town Center. Warte mal, was... Wie viel Schuss habe ich denn für mein Gewehr? Nur 6 Schuss. Na gut, ich habe noch keine Munition dafür gefunden. Soll ich es nochmal riskieren? Nee, ich nehme die Pistole. Pfeif drauf, ganz ehrlich. Oh! Du wieder! Du wieder! Lass mich in Ruhe. Was ist denn das hier für ein Rappel? Geh doch mal weg! Du! Das blöde Vieh! Das lässt mich nicht in Ruhe. Hau doch mal ab. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ich halte mich immer an den Rand, dann sehe ich ja, wo es nicht weitergeht. Aber ich schätze mal, ich muss immer geradeaus. Geh da mal. Bin ich da drin? Nee. Oh, ein Hund ist auch noch dabei. Ja, traumhaft. Oh, noch einer. Traumhaft. Wo soll ich denn hier lang? Wahrscheinlich bin ich jetzt komplett falsch. Nein, ich werde sie nicht töten, die Viecher. Die sind... quasi unerschöpflich wieder da. Und dann, also da kommen immer mehr, will ich sagen. Ich kann sie wahrscheinlich besser ablenken als sonst was. Geh weg. Komm ich da rein? Nee. Oh. Polizei. Polizei? Will ich zur Polizei? Warte mal. Was mache ich denn? Nein, 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 nein. Ich drücke immer falsch, wenn ich auf die Karte... Was? Ach, ich muss in das Alchemiller-Krank... Warte mal.
Da bin ich ja vielleicht gar nicht so falsch hier. Wenn ich jetzt immer nach unten laufe, dann müsste ich ja hinkommen. Naja, ist ja eigentlich kein Wunder, ne? Alchemilla. War ja die ganze Zeit das Thema, denn da habe ich ja auch die Krankenschwester Lisa wieder getroffen. Oh Gott, wie schwer. Alles voll hier. Nee. Nee. Ich drück schon wieder falsch. Nicht select. Nicht select. Ich bin so nervös gerade. Da, Alchemilla, ich bin doch schon da. Dass er überhaupt so lange rennen kann, das ist irgendwie schon bewundernswert, ne? So ein bisschen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ihr nicht, Freunde. Boah. So. Erste Amtshandlung im Krankenhaus. Speichern. 2,24 schon. Saves 15. Eieieiei. Aber das soll mir egal sein. Wenn ich es jetzt direkt im Anschluss das zweite Mal durchspielen werde. Ja, das mache ich. Weil ich möchte euch ja alle Endings zeigen. Dann... Harry! Ja. Glad you're okay. Thank God you came back. I was scared to be here all alone. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa, can you tell me how to get to the lake? The lake? You take Bachman Road. The road's blocked. Well, that's the only way out there. Are you sure? There's gotta be another way. Wait! I just remembered something! What? There's a waterworks over by my old elementary school. It's been abandoned for years. There's an underground tunnel out there, used for inspections or something. I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? You think I can get to the lake from there? I've never been down in there myself, so I'm not positive. Besides, it's all fenced off to keep people out. If there's a chance, I've got to try. Harry, don't go! I don't want to be alone. It's so scary, I can't stand it. How about coming with me? This may not be the safest place in the world either. I can't promise you anything, but I'll do my best to protect you. No. Somehow I feel I'm not supposed to leave this place. Oh, Harry, I'm so scared. I'm cold. Look, just wait here a little longer. I'll be back as soon as I find my daughter. Harry? Och Mann, was soll ich denn tun? Ich meine, natürlich ist Cheryl wichtiger. So leid mir es tut, also wenn ich das jetzt so sagen muss. Aber dann lieber meine Tochter als Lisa. Sie hätte ja mitkommen können, ich meine. Naja, mir fällt auch gerade auf, welche Figur sie im Film verkörpert. Ich wurde ja gebeten, das mal anzusprechen. Jetzt Gemeinsamkeiten zwischen Film und Spiel aufzählen. Es gibt schon einige. Aber an sich erzählen sie eigentlich eine eigenständige Geschichte. Also es, ja, wie soll ich sagen, es hat zwar schon viel miteinander zu tun, doch sind, ja, sind eigentlich die Personen, die damit involviert sind, großteils ausgetauscht worden. Ja, was heißt großteils? Also die Hauptfiguren, ja, es ist schwer zu sagen, Leute, schaut den Film. Schaut den Film und zieht selbst eure Parallelen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich gut gemacht, den Film. Haben sie sich fein eine Umsetzung des Spiels überlegt, sage ich mal so. Also sie haben es nicht wischiwaschi gemacht, wie man es ja oft so kennt. Spieleadaptionen brauche ich euch nicht erzählen. Positiv fällt mir jetzt ehrlich gesagt nur Mortal Kombat ein und der war halt schon ein bisschen trashy, aber auch gut trashy. Naja, generell bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten, was Verfilmungen von Videospielen angeht und nicht nur durch den guten Dr. Uwe Boll, sondern generell kommt da nie was Gutes bei rum. Wie dem auch sei, Leute, ich beende den Part an dieser Stelle schon mal. Ich würde mich sehr auf eure Unterstützung freuen in Form von Bewertungen und Kommentaren. Wir sehen uns wieder nächstes Mal bei Silent Hill.